So, und da sind wir auch schon wieder bei Let's Play Assassin's Creed. Und wir werden direkt ins Geschehen geworfen. Und stehen hier am Rande. Puh. Aber auch hier konnten wir erfolgreich agieren. Jetzt heißt es erstmal weg von diesem Ort, denn hier werden wir immer wieder als das erkannt, was wir sind. Okay, der Kerl hier weiß gar nicht, was Sache ist. Das freut mich doch. Zack. So, jetzt haben wir auch wieder ein Messer. Und als nächstes gehen wir zu dieser Informanten-Herausforderung und schauen wir mal, was wir hier so erfahren können. Und ich habe das hier noch relativ genau in Erinnerung. Wenn man hier auch nur ins Wasser fällt, kannst du eigentlich direkt einpacken. Weil man nämlich irgendwie stirbt. Altair kann einfach nicht schwimmen. Geht nicht. Ist einfach ein No-Go, das hat einfach keinen Stil. Und ja, deswegen werden wir hier wahrscheinlich noch viel Spaß haben in Akkon. Ich schaue jetzt erstmal, ob wir hier vielleicht irgendwie rum können. Oh. Ja, deutsche Ordensfahne. Das ist ja schön und gut, aber ich sehe schon, weiter nach oben können wir hier nicht. Vielleicht können wir da vorne ja. Zack, und wieder hoch. Hier hochklettern. Sieht nicht so aus. Dann schaue ich doch gerade mal hier oben. Lässt sich hier vielleicht was machen? Nein. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Können wir doch bestimmt gleich irgendwo hoch. Ich würde gerne an diesem Ding hier hoch. Nee, nee. Nicht rein, hoch. Scheint aber nicht zu gehen. Ich bin sicher, dass ich hier etwas ahne, was ihr mögt. Ich kann es ja auch ein bisschen nachvollziehen. Ist ja auch viel zu bequem in den Teilen. Wow! So, es war jetzt hier ganz unauffällig. Wie schlimm ist das, um Bürger zu retten? Oh, jetzt sehe ich es auch. Zack, zack, zack! Und jetzt sind wir in Trouble, liebe Freunde. Wir legen uns mit dem Gesetz an. Wir sind Altair. Wir kümmern uns nicht um Politik. Wir kümmern uns nur darum, auf dem Boden herumzurollen. Nein, Quatsch. Wir kümmern uns natürlich nur darum, den Menschen was Gutes zu tun. Und zwar Frieden für alle. Frieden für die Welt. Und Klatscher für unsere Feinde. Oder auch ein schickes Loch im Hals. So, zack. Und was hat sie dir zu sagen? Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Dankeschön, alte Frau. Dankeschön, alte Frau. Es war mir eine Freude, euch zu helfen. Und das sind dann unsere neuen Freunde. Ist doch auch schön. Und jetzt gehen wir erstmal Richtung Herausforderung. Denn wir lieben die Herausforderung, liebe Freunde. Schon wieder? Mann, 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 Mann. Okay. Wir werden hier wieder so eine kleine Stealth-Aktion versuchen. Aus dem Weg! Okay, dies ist uns zwar nicht ganz gelungen, aber. Zack! In Ansätzen! Und jetzt wirbeln wir wieder los mit unserem Messer. Und machen unseren Feinden ein Ende. Und unterhalten uns mit der Bürgerin. Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Sieht ganz danach aus. Ich weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremde. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Mein Gatte? Freut mich doch. Und jetzt hoffe ich nur für unsere Feinde, dass sie sich hier nicht mit uns anlegen wollen. Oh. Das ist eine Schwierigkeit. Schlechter Ort, um sich mit uns anzulegen.
Und das hat auch sein Kumpel erkannt, der sich daraufhin direkt verzogen hat. Ja, es scheint hier, ach ja, hier in der Ecke chillt er. Was hast du denn zu sagen? Haben sie euch in die Stadt gelassen oder habt ihr kämpfen müssen? Ach, vielleicht sollte ich respektvoller sein, denn ich brauche nun eure Hilfe. Ach ja, erzähl. Ich habe letzte Nacht zu viel Zeit im Hafenbordell verbracht. Oh, oh, oh. Dort die Frau eines teutonischen Ritters beleidigt. Oh, 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 oh. So sagt man jedenfalls. Jetzt ist mir eine Gruppe von ihnen auf den Fersen. Könnt ihr mir helfen, mit eurer Klinge? Kehrt ihr zurück, bevor ich die Stadt verlasse, werdet ihr von meinem Wissen profitieren. Ach Gott, du kleiner Idiot. Leg dich doch nicht mit teutonischen Rittern an. Naja, wir wollen doch am besten mal schauen, was wir machen können. Vielleicht können wir unserem Kumpan da ja mal aus der Patsche helfen. Und unser erstes Ziel ist markiert. Und wir stehen unter Zeitdruck. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Das ist nicht gerade leicht. Nicht noch einmal entfliehen. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Einmal entfliehen. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch nur mein Tag. Okay, das dürfte jetzt einer gesehen haben. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Nein, bitte geht nicht. Dann könnt ihr vielleicht noch entkommen. Ja. Mann, das ist hier auch echt voller Soldaten. Mann. Wenigstens es weniger Soldaten wären, dann wäre das ja gar nicht so schlimm, ja? Vielleicht hat er Hölle. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz. Okay, den zweiten haben wir auch eliminiert. Jetzt gilt es nur noch, den dritten zu erwischen. So, wo ist der? Wo ist der? Erstmal schnell weg. Immer schnell weg von dem Ort, an dem man Leute ermordet hat. Das habe ich gelernt. Wovor flüchtet ihr? Ah, okay. Hier dürfen wir nicht rein. Hier dürfen wir nicht rein. Okay, alle Ziele eliminiert. Jetzt geht es nur noch zurückzukommen. Nein, verdammt! Wäre ich einfach ein bisschen unauffälliger gewesen. Verdammt. Das ist ärgerlich. Das ist ganz, ganz ärgerlich. Und jetzt, wo die hier nicht entdeckt hat, leider darunter leid. Ist mir wirklich leid, aber... Wir haben es alle nicht leicht. Wenn es nach mir ginge, wären wir ja auch alles Freunde, aber... Das habt ihr mich halt leider gesehen und wer nicht liebt, liebe Freunde. Der muss leiden. Zwar nicht, weil ich so hässlich bin. Ha! Zack! Au, oh, hat er schön gekontert. Also, das ist halt schön ausgerichtet, der Gute. Muss man ja auch mal anerkennen. Weg mit dir, Klatscher! Au, oh, jetzt hat er hier keinen Kumpel, der ihn Backup geben kann. Das hat sich natürlich auch gezeigt. Oh, schnell angegriffen. So. Und jetzt gilt es, zurück zu unserem Auftragsgeber zu gehen. Mensch, wisst ihr, wie ich darauf jetzt Lust habe? Wir haben sie gerade alle ermordet. Wir hätten nur noch beten zurückhören müssen. Naja. Hoffentlich sind da jetzt nicht immer noch die Toten. Wo bist du nur? Oh, doch, ich weiß, dass du hier bist. Verdammt. Guter Gott. Und glaubt mir, liebe Freunde, das wird die Sache nicht einfacher machen. Wie schreck. Jetzt ist mir weh. Liebe gehören gehackt. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Meine Familie ist sterben. Schasch, könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Okay. Numero uno. Jetzt ist es Zeit für Numero 2, ich erinnere mich vielleicht. Ich sehe euch an! Das wird eine Flagge einsammeln. Wir können die Ordensflagge einsammeln.
Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Schön ist ja auch, wenn so ein Verrückter schubst, dann werden wir direkt als verdächtig angesehen. Ist ja logisch. Oh. Ja, also mit diesen ganzen Toten hier, das taucht nichts. Mann, Ackern ja echt voller Soldaten, das ist ja echt furchtbar. Da sagt doch jemand, Deutschland wäre ein Polizeistaat. Also, vergleicht das mal mit Ackern, liebe Freunde. Tja! Wir müssen ja auch einen unheimlichen Fundus an Soldaten haben. Wir haben ja bestimmt schon allein in dieser Stadt mehrere hundert getötet. Haha! Zack! Das hat er sich so gedacht. Also liebe Freunde, wir werden jetzt erst einmal hier noch diesen Bürger retten und dann vielleicht erstmal einen Turm besteigen, denn solange hier noch diese Leichen liegen. Oh! Oh! Sieh mal einer an. Ja. Danke, vielmals. Sie sagten nicht, was Sie von mir wollten, aber ich sah das Böse in Ihren Augen. Oh ja. Verzeiht, dass ich euch nichts für eure Tat geben kann. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Das klingt doch nach einem Deal, auch wenn deine Brüder wahrscheinlich das ein oder andere Jährchen auf dem Buckel haben. Okay, liebe Freunde, jetzt heißt es allerdings erstmal klettern. Denn, Also ist hier ein Mörder in der Nähe. Himmel, was ist passiert? Nach diesen ganzen unschönen Morden. Ja, das gibt's doch nicht jetzt. Das können wir hier nicht mehr hoch. Komm hier, Alter, hier enttäusch mich nicht. Hallo, Richtius AG. Wo ist der Kerl, der das zu verantworten hat? Okay, also wir müssen halt hoffen, dass dann nachher die Toten wieder weg sind, weil man sich dann wirklich nur sehr, sehr schwer, würde ich mal sagen, kann, diesem Auftrag annehmen kann. Oh, wirklich? Wirklich, Alter, hier? Okay, ihr kennt ja das Prozedere. Jetzt geht's hier hoch. Jetzt geht's hier hoch. Und draußen regnet es ja ziemlich, ne? Wahrscheinlich einer der wenigen Tage sein, an denen es regnet. In den nächsten Tagen. War einfach mal ganz frech davon ausgegangen, dass ich das hier nicht erst im Winter hochlade. Oder noch regnerischer im Herbst. Oh, hey, Dude. Tod dem Heiden! So. Und wir gehen hier natürlich ganz nach oben. Wir gehen hier ganz nach. Ja, genau. Um zu synchronisieren. Ist wirklich ein verdammt hoher Ort. Ein Wachturm, liebe Freunde. Ackern ja eine beeindruckende Festung. Da, da, da. Okay. Jetzt bleibt natürlich... Nein, die Leichen sind immer noch da. Mann, 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 sind das viele. Uah, wie machen wir das Ganze denn? Ich würde sagen, ich hopp's hier erstmal runter fröhlich. Und hol uns mal die nächste Flagge. Und dann muss ich jetzt leider sagen, dass wir wohl einen anderen Auftrag machen müssen, denn hier so ein Auftrag zu machen, der mit Morden zu tun hat. Nein, ihr versteht das nicht. Ich bin Arme, ist, glaube ich, nicht besonders einfach. Ach, und was ist das hier jetzt? Hier geht's raus, oder wie? Hä? Ach! Ja, nee, Ackern. Escape.
Ja, da gehe ich halt ins Büro. Okay, also da geht's anscheinend irgendwie raus. Jetzt muss ich hier gerade mal kurz rausgucken. Das scheint hier ja der Regen des Jahrtausends zu sein. Eieieiei. Liebe Freunde, da unterbreche ich mal kurz die Aufnahme. Ach nee, ist schon wieder eine Folge vorbei, liebe Freunde. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich schaue gerade mal nach den Kellerfenstern. Tschüss.